Willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Und wie so oft starte ich wieder mal hier in meinen eigenen vier Wänden. Und da es nicht mehr allzu lange hell ist, die Sonne geht bald unter, möchte ich noch kurz einen Blick nach draußen werfen. Vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere Brauchbare, das mir was nützt. Und jetzt packe ich aber als allererstes mal den Revolver in die Kiste hier rein, denn ich bin kein Fan vom Revolver. Man hat es vielleicht auch in der letzten Folge schon gemerkt. Bin nicht unbedingt überzeugt. Da ziehe ich dann doch lieber die Schrotflinte vor. Da die meiner Meinung nach einfach, ja, günstiger auch in der Munitionsherstellung ist. Und auf alle Fälle auch effektiver in der Jagd. Und von daher muss der Revolver jetzt erstmal in der Kiste verbleiben. Bis auf weiteres. So, haben wir hier noch was? Ja, das schaut schon mal gut aus. Scrap Metal. Ich bräuchte sowieso auch ein bisschen Kleidung, ein bisschen Stoff. Level 3er Wolf, der kommt doch wie gerufen. Den nehmen wir gleich mal. Vielleicht mit ein bisschen Glück lässt er auch Kleidung fallen. Kleidungsfetzen, ja, sehr schön. Einmal. Da ich ja keine Medikits mehr habe und auch keine Bandagen, brauche ich da ein bisschen was in die Richtung. So, hier haben wir noch Blueberries. Jetzt haben wir da unten auch Blueberries. Ja, sehr schön. Da hinten noch eine Kiste. So, was ist drin in der Kiste? Blueberries und eine Bandage. Sehr, sehr gut. Da muss ich mir keine herstellen. So, da oben auch noch ein Wolf. Der kommt auch wie gerufen. Nehmen wir auch gleich mit. Also Fleisch habe ich jetzt erstmal in Hülle und Fülle. So, sehr schön. Das ist aber auch gut so. Lieber ein bisschen mehr auffordert als ein bisschen zu wenig. So, Scrap Metal ist auch dabei. Super. So kann es weitergehen. So, haben wir hier noch irgendwo was Brauchbares, außer den Hasen. Der aber sowieso schon die Flucht ergreift. Ah, eine Kiste, gut versteckt. Zwischen den Gräsern, aber nicht gut genug. Das ist noch Scrap Metal. Das nehmen wir auch gleich mit. So, und hier haben wir Fibers. Gut, ich kann ja noch die Zwischenzeit nutzen, um ein bisschen Holz zu fällen, bevor es jetzt stockdunkel gleich wird. Ich will ja nicht, dass mir der Ofen ausgeht. Und dann schauen wir mal, was wir heute Abend so craften können. Oder in der Nacht, besser gesagt. Oder auch welches Upgrade investiert wird. Denn ihr habt mir da ein paar Vorschläge zukommen lassen. Und die würde ich ganz gerne in die Tat umsetzen, nachdem ich euch in der letzten Folge ja schon vertrösten musste. Wegen dem Revolver. Schauen wir mal, dass wir das heute über die Bühne bringen. So, jetzt muss ich glatt mal gucken, wie viel habe ich denn jetzt schon Holz gesammelt. In der Zwischenzeit, so und so. Wie viel haben wir? Wir haben 13 Loks. Gut, einer geht noch. Ein oder zwei. Wow, was ist jetzt los?
Nichts wie ab in die Base. Ich werde angegriffen. Uiuiuiui. Da bin ich ordentlich erschrocken. So, erstmal bandagieren. Uiuiui, der wirft schon was. So, rauf auf den Balkon. Waren das alle? Schaut schon so aus. Heieieiei. Mitten am Holzfällen, man denkt an nichts Böses. Dann kommt da so ein Raider daher. So, vielleicht hat er aber auch was Brauchbares dabei. Ja, Schrotflintenmunition, sehr schön. Umso besser. Gerade noch gut ausgegangen. So, hier machen wir Licht. Und das legen wir doch gleich mal auf den Grill. So, sehr schön. Packen wir hier das restliche Zeugs auch noch gleich rein. So, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das da, 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 das noch rein, das noch rein. So und so. Und Biofuel haben wir ja hier. Nehmen wir auch gleich her. So. Bandage haben wir nicht. Bauen wir uns lieber drei Medipacks. Und Fleisch dürfte dann auch gleich fertig sein. Braucht noch ein bisschen, aber nicht mehr lang. Ziehen wir dabei gleich hier das Medipack unten rein. Den Generator gleich mal wieder auffüllen. Können wir dann auch gleich anschalten in der Zwischenzeit. Der Strom, genau, brauche ich sowieso. Ist nicht übervoll, von daher kann der jetzt erstmal schön laufen. Und das Fleisch ist auch schon fertig. Umso besser. Gut. Dann packt man das hier auch noch rein. Dann ist alles aufgeräumt und verstaut. Ja, ihr habt mir ja vorgeschlagen, ich soll entweder den Kühlschrank upgraden, eine neue Solaranlage craften oder vielleicht auch, was war es noch, den Pflanzdruck hier oben umstellen. Oder beziehungsweise auch den Hasenhühnerstall upgraden. Da ging ja eure Meinung auseinander. Ich selbst bin ja auch immer hin und her gerissen, was die Upgrades angeht. Und ich hätte mich jetzt einfach mal der Einfachheit halber für den Kühlschrank hier entschieden. Ich brauche unter anderem 20 Iron Fragments, 8 Copper Fragments, 8 Scrap Metal und 8 Electrical Components und halt 400 Strom und 70 Masse. Das einzige, woran es jetzt hapern könnte, wäre, Scrap Metal haben wir 9 Stück, umso besser. Gut, Electrical Components braucht man noch. Copper und Iron. Und dann schauen wir doch gleich mal, wie sich das hier auswirkt auf den Stromverbrauch. Okay, die Glühbirnen leuchten zwar auch, aber das sehen wir dann gleich. So. Reduce the power cost of running the fridge by 20%. 20% runter. Wir installieren das mal und stellen fest, dass wir 0,05 Einheiten Strom jetzt dadurch sparen. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber das dürfte dann schon ausreichend sein, damit meine Solaranlagen den Kühlschrank ohne weiteres betreiben können, also ohne dass ich den Generator mit anschalten muss, und von daher war es das auf alle Fälle schon einmal wert, das entsprechend zu kaufen, das Upgrade. So, jetzt grillen wir aber erstmal wieder. Wir können viel grillen, sogar sehr viel. Fleisch in rauen Mengen. Können wir direkt eine Grillparty hier veranstalten. So viel Fleisch, wie ich da im Kühlschrank habe.
So, das grillen wir auch noch gleich und dann glaube ich dürfte alles gegrillt sein. Ja, schaut gut aus. Die Blueberries mische ich mal gleich mit dem Berry Water, beziehungsweise mit dem Wasser zu Berry Water. Dann haben wir da auch wieder was auf Vorrat. Und dann kann ich ja auch gleich mal gucken, wie geht's denn meinen Hühnern hier. Ah ja, die haben noch ausreichend. Und mit meinem Brunnen, wie sieht's da aus? Hat auch schon wieder 5 Einheiten Wasser gefördert. Sehr gut. Packt man die nämlich auch gleich wieder in den Kühlschrank rein. Also verhungern und verdursten tue ich erstmal nicht. So, das braucht noch ein bisschen. Okay, und hier schauen wir uns auf alle Fälle gleich mal als nächstes den Schaden an. Die Kiste ist heil. Die Wand ist ein bisschen angeflickt. Braucht ein bisschen Reparatur, aber auf alle Fälle hier oben müssen wir unbedingt reparieren. Sonst kommt mir da alles entgegen. So, Steak. Steaks und Leber zuhauf. So, wo habe ich den Hammer reingepackt? Ich glaube, den habe ich hier reingepackt, oder? Ja. Dann nehmen wir noch gleich Woodlocks mit und dann erstmal schön reparieren das Ganze. So, das wäre wieder hergestellt. Okay, da brauche ich Planks. Haben wir auch. Schaut's hier oben, wie schaut's denn da aus? Schaut soweit ganz gut aus. Uiuiuiuiui. Da schaut's nicht gut aus. So, jetzt muss ich aber nur mal kurz zum Kühlschrank runter. Sonst. Nee, noch rechtzeitig. Sogar. Nicht, dass mir hier 2 Lebern und ein Steak verbrennen. Na? Wird das noch was? Jetzt da. Sehr schön. Nehmen wir das nämlich auch gleich mit. Dann kann ich in Ruhe alles durchreparieren. Und muss nicht so sehr auf das aufpassen. So, wir waren hier stehen geblieben. Das reparieren wir auf alle Fälle noch. Gut, dass wir vorher gleich Holz gesammelt haben, weil da ist ja echt viel beschädigt an der Base. Gut, aber jetzt glaube ich, haben wir alles, oder? Nee, die noch. Müssen wir auch noch reparieren. Nicht schon wieder. Ja, sag mal, geht's noch? Eieieiei. Hat mir die... Nee, jetzt dachte ich mir schon, der hat mir die Haustür rausgesprengt. Ne. So nicht, gell? So nicht, mein Freund. Ui. Und sogar eine Wood Foundation Stairs hat er dabei. So, ich hoffe, das waren jetzt erstmal alle. Weil die Angriffe hier, puh, nehmen ja ganz schön überhand. Aber gut, ich war natürlich auch nicht brav. Ich brauche mich nicht wundern, wenn jetzt da die auf Rache aus sind. Ich war ja auch kein Unschuldslamm, von daher ist das alles im Rahmen. So, auch wieder hergestellt. Und schon haben wir kein Holz mehr. Ja, so schnell kann es gehen. Gut, dann als allererstes mal wieder Holz fällen. Halt, den haben wir schon gehabt. Da vorne war ich noch nicht. So, nur ein paar Loks, wie gesagt, mitnehmen. Hauptsache, dass die Schäden repariert sind. Und ich ein bisschen was auf Vorrat habe. Ist jetzt zwar nicht der spannendste Part, ich weiß, aber gehört halt auch dazu, gell? Ohne Holz geht hier gar nichts. So,
Nehmen wir den noch mit und dann gleich wieder in Richtung Base. Zum Reparieren. So, viermal. Gut, das reicht auf alle Fälle. So, der verträgt. Was braucht er denn? Ah, jetzt da. Eieiei, die Wand ist ja auch ganz schön mitgenommen. Und wahrscheinlich hier oben. Ja genau, dachte ich es mir doch. Eieiei, die Reparatur verschlingt einiges an Holz. Das ist natürlich jetzt das Problem, weil ich hier nur einen Abstand gelassen habe. Hätte ich da eins höher noch gebaut, den Balkon, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Dann müsste ich nicht immer den Balkon mit reparieren. Oder ich baue mir unten mal da einen Verteidigungswall rum. Das könnte man eigentlich mal als nächstes Projekt angehen. Dass ich hier außenrum noch eine Mauer ziehe. Dann müsste ich nur immer die äußere Mauer reparieren. Und nicht immer alle, ja, vier Blöcke, vier Einheiten. So wie ihn hier und ihn hier. Und natürlich auch die Wand noch. Da würde ich mir einiges an Zeit und Ressourcen sparen. Und ich denke, das gehen wir auch als nächstes an, das Projekt. Das können wir eigentlich gleich schon machen. Wir haben ja doch einiges an Foundation Star Cordage auf alle Fälle. Es ist vielleicht dann nicht mehr ganz so hübsch, aber es ist auf alle Fälle ein Mittel zum Zweck. Und das ist ja auch die Hauptsache. So, wir bauen uns ein paar Foundations, ein paar Walls. Curved braucht man, Full braucht man. Soll man dann Fenster auch noch reinbauen? So kann ich halt nie aus meiner Base raussnipen. Wenn ich da jetzt komplett zumache, ist auch doof. Oder ich baue alles mit Fenster und mache hier eine andere Wand rein. Aber gut, dann müsste ich halt da das nochmal entsprechend umreißen. Qual der Wahl. Auf alle Fälle braucht man hier schon mal eine Tür. So fängt schon mal an. Die braucht man auf alle Fälle, weil sonst kommen wir gar nicht rein. In unser Haus. So, Tür können wir auch gleich bauen. Gut, gut, gut. So, ist sowieso gleich fertig. Da haben wir es auch schon. Mal schauen. Ah ja, jetzt hat er's. Zack. Sehr gut. Bauen wir mal einen zweiten Verteidigungswall hier rum. Und entsprechend auch die Tür. Dann haben wir eine Art Schleuse. So, ich würde aber ganz gerne... bauen wir da hinten auch noch was rum oder schließen wir hier zu? Ich hätte ein bisschen weiter weg vom Felsen bauen sollen. Dann hätten wir einmal rundherum so eine Art Wehrgang bauen können. Aber gut, hilft jetzt auch nichts mehr. Wie schließe ich das am schönsten ab, dass das nach was aussieht? Das Auge ist ja auch A und O hier. So, wir bauen auf alle Fälle mal eine Foundation. Eine volle. Weil ich will sie mir auch nicht 0815 mäßig hinstellen. Sieht ja dann auch nicht hübsch aus. So, die Foundation nehmen wir gleich mal. Und platzieren noch die gleich hier hin. So. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie es mit der Base in der nächsten Folge weitergeht. Ich sage wieder mal danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Warhead. Ciao.